Vor wenigen Tagen sah das Ganze in der Krefrater Eissporthalle noch so aus. Damit bis zur Premiere der neuen Holiday on Ice Show Passion heute Abend alles bereit ist, mussten 50 Leute Tag und Nacht beim Aufbau helfen. In der Aufbaucrew treffen 28 Nationen aufeinander. Jeder mit einer anderen Aufgabe. Es gibt Kreative und dann gibt es die Menschen, die praktisch das umsetzen müssen, was sich ein Kreativer ausdenkt. Und da liegen schon manchmal zwischen Wirklichkeit und Vision liegen Welten. Aber wir versuchen uns da immer so weit anzunähern, dass für jeden, dass alle zufrieden sind. Dass diese Zusammenarbeit auch tatsächlich geklappt hat, sieht man bei den Proben. In Kostüm und mit Live-Musik von Vintage Vegas wird für die heutige Premiere nochmal alles durchgespielt. Wir sind jetzt gerade mit dem Album raus, haben veröffentlicht, Let's Swap, und sind auf Platz 5 in den Jazzcharts, was uns natürlich unglaublich stolz macht. Doch wie fühlen sich eigentlich die Stars der neuen Holiday on Ice Show so kurz vor der Premiere? Natürlich bin ich ein bisschen aufgeregt, das gehört auch zu jeder Show dazu und der gewisse Nervenkitzel auch. Aber ich kann es kaum erwarten, endlich hier loszulegen. Ja, ein bisschen kalt hier drin, aber wir sind alle sehr aufgeregt und wir freuen uns riesig, dass jetzt bald losgeht. Also kurz vor der Premiere steigt die Anspannung, die Eiskunstläufer sind schon auf dem Eis und wir quasi schon in unseren Kostümen. Passion zeigt den Weg von einer Eiskunstläuferin zur Eisprinzessin, inklusive artistischen Showeinlagen, Spezialeffekten und Live-Musik. Zu sehen gibt es bis zu 40 Läufer und über 300 speziell designte Kostüme. Bis Sonntag ist die Show noch in Krefrath zu sehen.